Hi, ich bin die Bille. Ich würde gerne ein Feedback zum Feel Different geben. Ich kenne den Orlando seit ungefähr 6 Jahren übers Beraterteam. Und als ich dann mitbekommen habe, dass das Feel Different stattfindet, war für mich eigentlich sofort klar, dass ich da unbedingt hin möchte. Angefangen hat es ja mit dem Get Together am Freitag. Das war für mich schon so die erste Mutprobe, weil einfach so viele Leute da waren und man soll da hinkommen und sich kennenlernen. Und ich wusste auch, dass da viel mehr Männer kommen werden als Frauen. Und da habe ich mir echt fast in die Hosen gemacht davor. Hat dann natürlich alles gut geklappt. Das Event selbst, das kann man ganz schwer in Worte fassen. Also ich zumindest, das ist mehr so eine Wirkung, die das hinterlassen hat bei mir. Wenn der Orlando dann da auf der Bühne steht und er hat einfach so ein krasses Charisma, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach dann nochmal viel extremer, als wenn man sich Audios anhört oder was liest. Ich könnte ihn sowieso irgendwie bei mir daheim in der Wohnung aufstellen und ihm nur zuhören, weil das so viel mit einem macht. Das Wertvollste, was ich für mich beim Feel Different mitgenommen habe, war, ich habe dort meine Wünsche erkannt oder angenommen. Ich habe so ein paar Themen gehabt, mit denen habe ich mich irgendwie schon so die letzte Zeit auseinandergesetzt und dann saß ich da und ich habe irgendwie zum Zittern angefangen und meine Augen sind glasig geworden und dann ist es einfach so krass hochgekommen, dass ich mir bewusst geworden bin, das und das, das wünsche ich mir in meinem Leben, das möchte ich in meinem Leben haben, dafür brennt mein Herz. Und das habe ich mir davor gar nicht so eingestanden oder nicht nur nicht eingestanden. Ich hab mich total verschlossen davor, es sogar irgendwie fast schon bekämpft. Ich bin echt in die Welt rausgegangen und habe gesagt, nö, das brauche ich nicht, das und das ist mir nicht wichtig. Und dort ist mir dann richtig bewusst geworden, doch, das und das, das möchte ich wirklich, das ist mir wichtig. Das ist mal erst eine gute Erkenntnis. Was macht man dann damit? Ja, gehe ich jetzt natürlich einen Weg, einen anderen Weg als davor. Ich setze mich damit auseinander. Klar, versuche Dinge auszuprobieren, die mich da dem näher bringen. Und das ist ein mühsamer Weg auch. Der ist mit Hinfallen und Aufstehen verbunden. Und gleichzeitig, was ich auch mitgenommen habe, ist eben, dass ich dranbleibe, dass ich mir das selbst wert bin, dass ich mir meine Wünsche erfülle, dass ich die Person bin, die hinter mir steht und dass ich mir wichtig genug bin, dass ich da dranbleibe und dafür einstehe. Ein paar kleinere Sachen habe ich schon verändert, da ecke ich auch durchaus damit an. Es sind auf keinen Fall Sachen, die jetzt anderen schaden oder so, das betrifft nur mich persönlich, aber dass es auch voll okay ist, dass ich bin nicht dazu da, um anderen zu gefallen. Also ich muss mit mir im Reinen sein und ich muss mich wohlfühlen. Und der Weg, den ich gehe, der muss ja mich glücklich machen. Genau, das wusste ich davor schon, dass es das so gibt, aber ich bin nicht so dran geblieben. Also ich habe mich immer viel schneller beirren lassen und das dann gelassen. Und ja, jetzt, ich habe auch das Foto mit dem Orlando an der Pinnwand daheim und wenn ich dann irgendwie einen blöderen Tag habe und dann sehe ich das und dann triggert mich das gleich und dann weiß ich so, hey, nee, das ist schon gerade ganz gut, wie du das machst. Und auch wenn man immer wieder hinfällt, dass ich so Vertrauen in mich habe, dass wenn mein Bauch mir sagt, dass es gut ist, dann ist es auch einfach gut. Genau. Ja, ich kann auch total viel damit anfangen, was der Orlando so über Männlichkeit und Weiblichkeit sagt. Da ging es jetzt nicht primär im Feel Different drum, aber auch natürlich auf jeden Fall. Und dann gerade, weil ich bin alleinerziehende Mama und da muss man ja immer tough sein und stark sein und Arbeit und Kind und auch noch gut ausschauen und alles erledigen und dass es okay ist, dass ich da auch manchmal einfach keinen Bock drauf habe. Also ja, dass es nicht nur cool ist, beide Seiten zu erfüllen und dass ich, ja, mich jetzt auch viel mehr so mit Weiblichkeit wieder auseinandersetze, das habe ich so ein bisschen in den Hintergrund geschoben, weil ich irgendwie dachte, das passt ja gar nicht so und ich muss ja alles erledigen und und. Und genau, da bin ich auch wieder irgendwie viel mehr dran, dass das was ist, was mir wichtig ist. Genau. Ja, es waren ja auch so viele Teilnehmer auf dem Feel Different. Ich bin da leider echt ein bisschen wie so ein Zombie rumgelaufen.
weil ich einfach so aufgewühlt war, so aufgeregt, so, das hat so in mir gearbeitet. Klar, ich habe mich schon auch mit den anderen unterhalten, aber da hätte man vielleicht noch mehr mitnehmen können. Da war ich echt nicht dazu in der Lage, weil es einfach so viel mit mir gemacht hat, dass ich so krass auf mich konzentriert war und ich konnte jetzt nicht so locker drauf losreden, wie ich sonst vielleicht mache, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Genau, aber da, klar, waren natürlich viele Gleichgesinnte, die einen total gut hätten verstehen können oder so. Das war schon einfach eine richtig wertvolle Erfahrung und sollte etwas in dieser Art mal wieder stattfinden, dann bin ich die Erste, die sich anmeldet, weil ja, ich einfach generell daran bleiben will, die Wünsche verändern sich, man selbst verändert sich, das Leben, alles geht weiter und dass man einfach immer dran bleibt und sich immer wert genug ist, hinzufühlen, wo stehe ich, was möchte ich, steht irgendwas an, was ich ändern möchte oder so. Genau, dass ich viel, viel mehr traue. Ich traue mich wirklich einfach viel mehr bei mir zu bleiben. Genau, das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Ja, ganz, ganz vielen Dank an den Orlando und an das ganze Team natürlich, auch an die Magda. Und ich hoffe, bis bald. Bis dann.